Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich den Begriff Aktivierungsenergie erklären. Es geht um die Fragen, was ist Aktivierungsenergie und welche Rolle spielt sie? Die erste dieser Fragen möchte ich gleich anhand eines kleinen Beispiels erklären. Und zwar anhand der Reaktion von Kohlenstoff C mit Sauerstoff O2 zu CO2. Oder ganz konkret ausgedrückt, ich habe einen Berg Kohle und bringe ihn mit Luft zusammen, die ja zum großen Teil aus Sauerstoff besteht, und es entsteht Kohlendioxid. Zumindest ist es das, was die Reaktionsgleichung vermuten lässt. Die Realität sieht aber so aus, dass es eben nicht reicht, Kohle und Luft zusammenzubringen, damit eine Reaktion stattfindet. Wie jedes Kind weiß, benötigt man auch noch ein brennendes Streichholz oder eine andere Zündungsquelle. Dieses brennende Streichholz liefert das, was wir hier die Aktivierungsenergie nennen. Man kann folglich sagen, Aktivierungsenergie ist die Energie, die dem Reaktanten zugeführt werden muss, damit die Reaktion stattfinden kann. Mit Reaktanten ist hier gemeint die Stoffe, die miteinander reagieren sollen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.